Wenn du dich fragst, was es in Ark mit den Höhlen auf sich hat, wo man sie eigentlich findet, was man daran findet und was das eigentlich mit der Story zu tun hat, dann solltest du jetzt dranbleiben, denn das zeige ich dir in diesem Video. Moin, mein Name ist Nico, der Profi, und das Höhlenvideo bzw. der Höhlenguide ist ja jetzt auch ein Video, was schon länger von euch angefordert ist, und heute kümmern wir uns darum. Eins vorweg, in diesem Video werde ich euch zeigen, wo die Höhlen sind, was ihr beachten müsst, wenn ihr in die Höhlen reingeht, was ihr für Equip braucht und so weiter, was es eventuell für Besonderheiten gibt, aber ich werde euch nicht die kompletten Höhlen zeigen, denn ich bin der Meinung, die sollt ihr schön selbst erkunden. Das werde ich nur bei zwei anderen Höhlen machen, die sehr, sehr schwer sind, meiner Meinung nach. Und da wird es auch jeweils extra ein Video zu geben, wo wir uns angucken, wie man am besten durchkommt, und das auch im Singleplayer. Kommen wir zu grundsätzlichen Dingen, die die Höhlen betreffen. Es gibt auf die Island 3 Bosse und 10 Höhlen, und dementsprechend gibt es auch 10 Artefakte. In jeder Höhle ist also ein Artefakt, und ihr braucht die Artefakte, um die Bosse zu beschwören. Die Bosse sind die Brutmutter, der Riesenaffe und ein Drachen. Für die Brutmutter und für den riesigen Affen müsst ihr jeweils 3 Höhlen durchkämmen, also insgesamt 6, und für den Drachen eben 4 Höhlen, und da sind auch die 2 sehr schweren dabei, die ich euch nochmal in einem extra Video zeige. Wenn ihr dann also alle Artefakte zusammen habt für einen Boss, dann könnt ihr die in so einen Obelisken packen und könnt euch den Boss beschwören, und ihr kommt dann in so eine Boss-Arena rein, und da braucht ihr auch einige Dinos zu. Auch dazu werde ich nochmal ein extra Video machen. Jedenfalls, wenn ihr den Boss geschafft habt, wird es eine Trophäe geben, und die Trophäe braucht ihr, um quasi in die letzte und 11. Höhle zu kommen und um den letzten und 4. Boss zu besiegen. Es gibt also in Ark nicht 10 Höhlen und 3 Bosse, sondern insgesamt, wenn man es genau nimmt, 11 Höhlen und 4 Bosse. Aber diese 10 Höhlen und 3 Bosse sind eben Voraussetzung dafür, dass ihr den letzten Boss und die letzte Höhle machen könnt. So viel mal dazu. Kommen wir also zu den ersten 3 Höhlen, und zwar sind das die Höhlen der Brutmutter. Grundsätzlich empfehle ich schon mal folgendes Equip. Ihr solltet auf jeden Fall immer mindestens ein Fundament dabei haben und 1 bis 2 Betten, die ihr draußen vor der Höhle eben aufstellt, damit ihr dort respawnen könnt, falls ihr sterben solltet. Ihr solltet auf jeden Fall auch immer eine Armbrust dabei haben mit ein paar Enterhaken, damit ihr irgendwie euch danach rausziehen könnt, falls es zum Fall eines Falles kommen sollte und euer Tier zum Beispiel stirbt. Dann solltet ihr eine Kryokapsel mitnehmen, da komme ich gleich nochmal darauf zurück, warum das wichtig ist. Dann solltet ihr auf jeden Fall immer ein bisschen Fleisch dabei haben für das Tier, was ihr in der Kryokapsel mitnehmt. Natürlich braucht ihr dann genügend Fleisch für euch selbst, ihr braucht auch immer was zu trinken dabei, und ihr solltet auf jeden Fall immer etwas medizinisches Gebräu mitnehmen, falls ihr euch mal schnell heilen müsst. Außerdem empfehle ich für die ersten 3 Höhlen entweder einen Saber mitzunehmen oder einen Direwolf. Ich empfehle jetzt hier an der Stelle den Saber einfach aus dem einfachen Grunde, weil er einen Sattel hat und dadurch mehr Rüstung hat. Wenn ihr mit einem Wolf reingeht, würde ich eigentlich mehr Wölfe mitnehmen, damit ihr halt diesen Pack-Bonus bzw. Rudel-Bonus bekommt. Allerdings ist da die Wahrscheinlichkeit auch hoch, dass sie relativ schnell sterben. Außerdem empfehle ich für die Singleplayer-Spieler, dass sie sich noch einen Otter mitnehmen, denn der kann Artefakte für euch tragen. Die respawnen relativ schnell in der Höhle, das heißt, ihr müsst nur einmal reingehen, um auf jeden Fall schon mal 2 mit rauszunehmen. Außerdem gilt grundsätzlich in den Höhlen, dass auch Tiere aus den Wänden kommen können, das heißt, die könnt euch immer gerne überraschen. Und zum anderen solltet ihr auf jeden Fall immer eure Umgebung checken, bevor ihr vom Tier absteigt, denn das kann euch sonst teuer zu stehen kommen. Kommen wir also zur ersten Höhle, und zwar ist es die Lower South Cave. Hier gibt es das Artefakt des Jägers. Das sieht so aus, wie hier auf dem Sockel aufgestellt, findet ihr drinnen. Ich zeige euch einmal meine Kartenposition und auch einmal die Koordinaten, damit ihr da besser hinkommt und es auf jeden Fall findet. Das Ding ist hier, das ist eigentlich die einfachste Höhle in Ark, meiner Meinung nach. Ihr solltet da eine Rüstung mit reinnehmen, mit der ihr euch wohlfühlt. Ich nehme hier eigentlich immer eine Lederrüstung mit rein, generell in fast allen Höhlen, weil ich die auch immer wieder reparieren kann, wenn man denn genug Material dabei hat. Ansonsten solltet ihr aufpassen, wenn ihr eine Atropleura seht, denn die kann euch mit einem Schuss die ganze Rüstung kaputt machen. Und deswegen würde ich da auf jeden Fall auch genug Material reinnehmen, dass ihr das wieder reparieren könnt. Und es kleben hier Megalanias an der Decke. Manchmal. Da müsst ihr aufpassen, falls sie runterfallen, einfach nicht erschrecken und entweder weglaufen oder tot machen. Und einfach nochmal der Hinweis, ganz wichtig, hier vor immer ein Fundament platzieren plus 1, 2 Betten, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Kommen wir zur zweiten Höhle, das ist die Central Cave. Und zwar gibt es hier das Artefakt des Schlauen, das seht ihr hier auch wieder auf dem Sockel, befindet sich auch drin. Übrigens nochmal hier auch der Hinweis, um das Artefakt herum ist immer so ein Wabern. Das heißt, wenn ihr ein Wabern seht, dann seid ihr schon mal auf dem richtigen Weg. Ansonsten gibt es hier nicht allzu viel mehr zu beachten als schon in der ersten Höhle. Was ich hier mal hinzufügen möchte, was auch für alle anderen Höhlen gilt, passt auf im Wasser, beziehungsweise geht einfach nicht ins Wasser, da sind meistens Piranhas drin und Krokodile, die machen euch relativ schnell kaputt, also nicht nur relativ schnell, die machen euch sehr schnell kaputt. Ansonsten fliegen hier noch Onyx durch die Gegend, das sind diese riesigen Fledermäuse, die sind ein bisschen nervig, müsst ihr ein bisschen drauf aufpassen, und da kann mal ganz gut und gerne ein Megalosaurus unten in der Höhle schlafen, den auf jeden Fall in Ruhe lassen, wenn er nicht schon wach ist, denn die können ganz schön böse sein, wenn ihr die wecken solltet. Hier dann noch einmal die Koordinaten und die Position auf der Map, hätte ich fast vergessen. Kommen wir dann einmal zur Lava Cave, hat eigentlich Annahmen, aber ich nenne sie einfach Lava Cave. Hier einmal die
Position auf der Karte und einmal die Koordinaten für euch. Das ist für mich mit Abstand die schwierigste Höhle, die es jetzt für die Brutmutter gibt, beziehungsweise die ihr auf dem Weg zur Brutmutter machen müsst. Das Ding ist, wie es der Name schon sagt, da unten ist Lava drin, das heißt, es ist sehr, sehr heiß da unten drin, das heißt, ihr müsst schon mal ordentlich etwas zu trinken mitnehmen, damit ihr da unten nicht verdurstet. Außerdem bietet es sich an, dass ihr eine komplette Ghillie-Ausrüstung hier einmal mitnehmt und es bietet sich an, dass ihr Kaliensuppe mit runternehmt. Ihr braucht da keine 100 Stück, das habe ich jetzt hier einfach nur zu Demonstrationszwecken gemacht, da reichen 10, 15 Stück dicke aus. Ansonsten bleibt mir nur zu sagen, fallt nicht in die Lava, da seid ihr sehr, sehr schnell tot und passt generell auf bei diesen kleinen Jump-and-Run-Passagen, da sind auf jeden Fall die Enterhaken und die Armbrust ganz, ganz wichtig, dass ihr da rüberkommt. Könnt ihr auch wieder euren Dino mit reinnehmen, das empfehle ich ja sowieso bei jeder Höhle, aber da müsst ihr eben aufpassen, dass ihr da nicht irgendwie falsch springt und dann sterbt. Kommen wir dann einmal zu den Höhlen, die wir für den riesigen Affen brauchen. Das grundsätzliche Equip bleibt hier einfach genau dasselbe wie schon bei der Brutmutter auch. Ich empfehle auch ausdrücklich eine Shotgun mit genügend Munition dabei zu haben, damit ihr auch eventuell von eurem Reittier auch schießen könnt oder euch wehren könnt, wenn ihr zu Fuß unterwegs seid. Werde ich aber auch eingeblendet haben beim Brutmutter-Part schon, dass ich das vergessen habe zu sagen. Wir befinden uns gerade vor der Upper South Cave und das sieht auf der Karte und in den Koordinaten einmal folgendermaßen aus. Das hier ist der Eingang und hier empfehle ich zusätzlich zu allen anderen Sachen, die ich schon empfohlen habe, eine komplette Taucherrüstung, denn ihr werdet auf jeden Fall eine kleine Unterwasserpassage haben. Dann empfehle ich einmal hier das Frier-Curry, das sorgt dafür, dass euch warm bleibt und ihr nicht frieren könnt, beziehungsweise weniger schnell frieren könnt. Und ich empfehle hier ausdrücklich einen Baryonyx für die Unterwasserparts, weil ihr mit dem eine Stun-Attacke habt, mit der ihr die Tiere, die unter Wasser sind, eben betäuben könnt und sie schneller eben besiegen könnt. Habt einen riesigen Vorteil. Und für die Parts weiter oben in der Höhle nehmt ihr dann weiterhin den Saber oder eben den Wolf. Kommen wir dann einmal zur North East Cave. Ich hänge gerade in der Luft, weil da unten gerade schon Rex auf uns wartet. Die Höhle befindet sich auf Carno Island und zwar könnt ihr das ganz gut sehen. Hier vorne ist die Ruine. Und dann ist da direkt der Eingang und wir gehen mal direkt rein, da habe ich alles platziert. Hier bekommt ihr einmal das Artefakt des Fressers und ich empfehle euch hier eine Pelzrüstung mit reinzunehmen, notfalls Fallschirme, weil es könnte sein, dass ihr eventuell irgendwo runterfallt. Auch hier empfehle ich wieder ein bisschen Frier-Curry, dass ihr da eben nicht frieren könnt. Und auch hier sind die Enterhaken dann wieder ganz, ganz wichtig, denn es könnte passieren, dass ihr wie gesagt irgendwo runterfallt und vielleicht auf dem Weg nach draußen wollt ihr nicht den ganzen Weg wieder hochlatschen und zieht euch einfach mit Enterhaken wieder hoch. Kommen wir zur nächsten Höhle und zwar ist es die erste Unterwasserhöhle, die wir hier in Ark dann bestreiten werden. Auf der Karte und auf den Koordinaten sieht es einmal folgendermaßen aus. Wir werden uns die Höhle auch gleich noch angucken, wo der Höhleneingang ist. Aber das ist hier einfach mal ein Orientierungspunkt. Hier bekommt ihr einmal das Artefakt des Brutalen und ich empfehle euch hier folgendes Equipment zu nehmen. Ich empfehle, dass ihr euch hier auf jeden Fall zwei Atemgeräte einpackt. Denn wenn das erste kaputt ist, solltet ihr auf jeden Fall ein Backup haben. Sonst kann das ganz, ganz schlecht ausgehen. Dementsprechend auch eine komplette Taucherausrüstung. Und ich empfehle euch hier einen Basilosaurus mit reinzunehmen, den ihr auch schon ein bisschen auf Leben gelevelt habt auf jeden Fall. Denn es können fiese Kreaturen unter Wasser lauern, es könnten Mosas da sein, es könnten Tusus da sein. Es können Alpha-Moses da sein und da solltet ihr gegen gerüstet sein. Ich nehme hier gerne den Basilo, weil er nicht von den Effekten betroffen ist, wie von der Qualle zum Beispiel, dass die euch eben von euren Mount runterhaut. Auch die Aale machen da jetzt nicht so viel gegen den Basilo. Dementsprechend seid ihr da auf der guten Seite. Weiter würde ich euch hier die Lazarus-Suppe empfehlen, denn die sorgt dafür, dass ihr weniger Sauerstoff verbraucht. Das heißt, ihr könnt die erste Zeit sogar auch ohne Atemgerät runtergehen. Müsst natürlich ein bisschen aufpassen, wie da euer Sauerstoffgehalt ist, der euch rechts angezeigt wird. So, der Eingang ist hier einmal bei 53.10. Auf der Karte sieht das wie folgt aus, sieht man gar nicht so gut. Der Eingang ist hier relativ groß und was immer ganz wichtig ist, was es für mich hier markiert, sind hier diese riesigen Pflanzen. Dann wisst ihr eigentlich schon, dass ihr auf der richtigen Spur seid und dann eben Richtung Insel ist der Eingang. Was noch wichtig ist, wenn ihr so tief rumschwimmt, wird euer Basilo Schaden nehmen. Das meiner nimmt jetzt hier keinen Schaden, weil ich im Creative Mode bin, aber habt da keine Sorge, schwimmt einfach rein und schwimmt dann in der Höhle wieder etwas hoch. Dann ist das kein Problem und das klingt immer schlimmer, als es ist, wenn er die Geräusche macht, dass er Schaden kriegt, weil er zu tief ist. Aber da einfach die Ruhe bewahren, dann ist das auch kein Problem. Grundsätzlich sei aber auch gesagt, achtet da auf jeden Fall auf das Leben von eurem Basilo, wenn ihr da unten seid. Schwimmt ruhig zurück, wenn es zu eng werden sollte und nehmt euch da auf jeden Fall die Zeit. Dann ist die Höhle auch super machbar. Kommen wir dann einmal zu den Höhlen, die ihr für den Drachen braucht. Die grundsätzlichen Dinge, die ich empfehle, bleiben auch hier wieder dieselben wie vorher auch schon. Wir befinden uns jetzt hier gerade an der kleinen Schneehöhle, so nenne ich sie immer. Und hier
Hier gibt es das Artefakt des Himmelherrn. Das könnt ihr hier einmal bekommen und ich zeige euch einmal die Ausrüstung, die ich hier mit reinnehmen würde. Es ist auf jeden Fall eine Pelzrüstung. Ansonsten braucht ihr hier nicht viel. Die Öffnung hier ist ein bisschen klein, das heißt, da könnt ihr nicht durchlaufen, aber da kommt dann die Kryokapsel ins Spiel. Einfach durchlaufen, Kryokapsel drin aufploppen lassen und dann könnt ihr ganz gut da die Gegner kaputt ziehen und angreifen. Was ich hier noch erwähnen möchte ist, das Artefakt ist im Singleplayer verbuggt und ist häufig nicht da. Und Artefakte sind eigentlich nur dann nicht da, wenn sie zuvor aufgehoben worden sind. Im Singleplayer jetzt für euch unwahrscheinlich, dass da jemand vor euch da war. Dementsprechend empfehle ich euch, spawnt euch das Artefakt einfach rein, wenn ihr da wart. Denn das spart Zeit und Nerven und ist ja auch kein Betrug in dem Sinne, wenn das Spiel einfach verbuggt ist und durch das Artefakt nicht gehen möchte. Dementsprechend verschwendet da eure Zeit nicht, macht die Höhle ganz normal und wenn es da nicht da ist, ist es nicht da, spawnt es euch rein und gut ist. Kommen wir zur nächsten Höhle und zwar ist das die Sumpfhöhle und die hat es auch in sich, ist aber eigentlich relativ leicht mit dem richtigen Equip. Auf der Karte sieht das wie folgt aus, könnt ihr euch einmal angucken. Ich nehme hier im Redwood immer als Orientierungspunkt diesen See quasi und dann ist es eigentlich nur noch geradeaus und dann ist man schon beim Höhleneingang. Hier bekommt ihr einmal das Artefakt des Immunen und hier empfehle ich euch folgende Ausrüstung bzw. macht auch nur folgende Ausrüstung Sinn. Und zwar braucht ihr drei Teile von der Taucherausrüstung. Einmal die Beine, einmal die Atemmaske und einmal das Atemgerät. Den Rest macht ihr aus Gili. Und das hat folgenden Hintergrund. In der Höhle ist giftige Luft, schützt ihr euch nicht, kriegt ihr Leben abgezogen und das ganz, ganz schnell. Dann seid ihr sehr, sehr schnell tot. Macht also Sinn, sich dagegen zu schützen. Ansonsten empfehle ich dringendstens ein Megatherium. Damit geht ihr durch die Sumpfhöhle einfach so durch, als wäre es nichts. Das ist wunderschön und macht sehr, sehr viel Spaß. Einfach, weil sehr, sehr viele Insekten in der Sumpfhöhle drin sind und das Megatherium kriegt ja bekanntlichermaßen einen schönen Buff, wenn es Insekten tötet. Weiter würde ich euch noch zwei Fundamente und eine Rampe empfehlen, damit ihr auch durch die komplette Höhle durchkommt mit dem Megatherium. Und damit ich euch das nicht nur empfehle, sondern auch zeige, wo dann die Rampe und die Fundamente hin müssen, gucken wir uns das einmal an. Auch hier lauft ihr einfach wieder rein, schmeißt euer Megatherium und dann kann es losgehen. So, hier sind wir auch schon an der ersten Stelle und zwar kommt ihr aus dieser Richtung hier und hier passt ihr mit dem Megatherium nicht durch. Guckt euch das genau an, wo ich das Steinfundament platziert habe, damit das bei euch auch funktioniert. Ist sehr, sehr wichtig, dass es an dieser Stelle ist. Setzt ihr hier hin, setzt die Rampe ran, dann kommt ihr da hoch und runter. Demonstriert das mal eben, also hier ganz entspannt. Geht das wieder nach oben und auch Richtung Ausgang und in der anderen Richtung funktioniert das Ganze auch. Wenn ihr bei euch aus irgendeinem Grund nicht in der Höhle bauen könnt oder, habt ihr die Kryokapsel einfach Megatherium rein und dann wieder rausschmeißen. Aber der Mann sprach eben von zwei Fundamenten und zwar kommen wir jetzt hier nicht mehr durch mit dem Megatherium. Das heißt, da müssen wir uns wieder eine kleine Erhöhung bauen. Mit einem Fundament setzen wir einfach mal hier so hin. Und da ist es auch so, probieren geht über studieren, aber das war sehr, sehr gut. Also kommen wir dann hier auch schön weit. Ansonsten lasst euch nicht davon irritieren, dass ich jetzt hier keine Rüstung anhatte. Wie gesagt, Creative Mode, ich nehme keinen Schaden. Geht da nicht ohne Rüstung rein. Eine Sache, die ich noch genauer erklären möchte, ich sprach vorhin davon, dass ihr genügend Fleisch mitnehmen sollt für euer Tier. Für mich ist das jetzt klar, warum ich das sage, für euch vielleicht nicht. Und zwar folgendermaßen. Gehen wir davon aus, dass euer Tier jetzt ganz, ganz wenig Leben noch hat, beziehungsweise Leben verloren habt, dann könnt ihr hier einfach Force Feeden. Ich bin mir auch ziemlich sicher, dass das Fleisch jetzt nicht das Richtige ist fürs Megatherium. Ne? Habt ihr Megatherium, nehmt ihr dementsprechend vielleicht Beeren mit. Ihr sammelt eigentlich auch in der Höhle immer genügend Fleisch zum Nachreihen. Aber falls nicht, nehmt ein bisschen was mit. Könnt ihr einfach hier eben zwangsverfüttern und so geht das Leben dann wieder hoch. Könnt ihr euch ein bisschen Auszeit nehmen in der Höhle und euer Dino stirbt nicht. Ganz, ganz wichtig. Wie immer würde ich mich über ein Like freuen, denn so kann, wie gesagt, der Kanal wachsen und so wird das Video auch anderen Leuten angezeigt. Lasst gerne konstruktives Feedback da. Ansonsten vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und